Super. Lalalala. So. Ich muss ein bisschen aufpassen, hier fahren so viele Sachen rum. Ich möchte nicht erwischt werden. Sorry, das ist gerade echt. Nee, das finde ich gerade nicht so schön. Das finde ich scheiße. Erster wirklich großer Kritikpunkt meinerseits. Es kostet Treibstoff, wenn man einen Dämon zerhäckselt, aber wenn man eine Skulptur aus einem Glas schneiden will, dann kostet das nicht ein einziges bisschen Treibstoff. Weiß ich nicht. Muss immer ein bisschen gucken, ob hier oben nicht irgendwo einer spawnt, weil das ist auch teilweise echt laut. Voll auf die 12. Hier ist auch nichts anderes, ne? Da ist nur so ein... Genau, da kommt das Ding. Da haut's ab. Ne, das brauchen wir nicht. Ach ja. Zugang verweigert. Gelbe Sicherheitsfreigabe erforderlich. Und da muss ich sagen, das hat mich damals am alten Doom schon gestört. Diese blöden Sicherheitsgarten. Verdammte Hacke. Ich meine, nicht, dass es interessant ist, diese Sachen zu sammeln und so und eine Aufgabe zu haben, aber weiß ich nicht. Ja, hier, das wäre auch noch eine... Es ist unverständlich. Egal. Sicherheitsstation Aktivierung erforderlich. Mhm. Guck. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Also es wäre mal schön, wenn es ein Doom gäbe, also wenn das noch ein bisschen verbessert werden würde, dass man auch alles nehmen könnte als Waffe. Weißt du so, hier, ja, ja, ich nehme das hier und hau damit einfach auf die 12, solange ein bisschen blöd werden. Ich meine, sind sie sowieso, aber weißt du, was ich meine? Dämonen sind gefährlich hoch. Also das habe ich auch gerade rausgefunden. Da, wo man mit dem Glory Kill Treffer hinzielt, also Arm, da führt man ihn noch aus. Das ist, weiß ich schon. Nee, hier sammle ich noch nicht an. Reißen wir den komischen Alter hier mal raus. Und jetzt wird's spannend.
So, noch irgendjemand. Da habe ich mir jetzt wirklich mal getroffen, muss ich sagen. Loser. So, jetzt haben wir. Was wer ist er denn? Was hat er denn für einen Arm? Wo. Was, also. Was, also. Bei dem Ehem habe ich mich wirklich erschrocken, muss ich sagen. Da habe ich richtig zusammengezuckt. Nicht, weil ich mich erschrocken habe, weil er. Also, weil es ein Monster war, das ist klar, die sind hier überall. Sondern weil. Der auf einmal hinter mir war, das ist. Weißt du? Und so. Mein Herz. Und nirgendwo mehr Muni. Dann rufen wir mal den Fahrstuhl. Oh. Hat ja gar nicht lange gedauert, so ein Fahrstuhl auf dem Mars. High-technischen Fahrstuhl. Lange brauchen. Naja, egal. Und los. Push that button, push that button. Ist das eigentlich schlimm, dass ich mit dem Arsch immer an die Wand gehe, wenn ich weiß, da vorne geht es gleich wieder auf? Ach, hier er wieder. Unser Leuchtfreund. Ah, guck mal da. Ein bisschen Muni ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Ah. Dann kaufen wir die doch mal. Das ist das Einzige, was wir machen können. So, Tab-Eintrag. Dann gucken wir mal. Aufgeladene Salve. Damit haben wir jetzt auch alle drei Sachen. So, ein von Argent geladener Kompressionsnachlader ermöglicht den Schützen automatisch bis zu 3 Schuss in schneller Folge abzugeben. Auf kurze Entfernung ist dies besonders verheerend, sodass selbst die widerstandsfähigsten Gegner kaum eine Chance haben. Der Kompressionsnachlader benötigt nach seinem Einsatz mehrere Sekunden, um wieder Druck aufzubauen. Okay. 10 Kills. Achso, nee, halt, stopp, da war noch irgendwas mit Tutorial. Hab noch keine Extras gefunden. Warte mal, da unten sind noch Sachen. Boah, das ist aber auch riesig hier. Guck mal, was da hinten noch alles ist. Das ist noch alles das Level hier. Das ist ja Wahnsinn. Aufgeladene Salve. Wie kann ich das nochmal tauschen? Eher aktive Mod wechseln. Ah, okay. Ach, und dann kann ich das jetzt auch nochmal aufrüsten. Was haben wir denn hier? Schnellfeuer. Erhöht die Feuerrate. Reduziert die Nachladezeit. Reduziert die Aufladezeit. Zwischen den Salven. Aufladezeit für die aufgeladene Salve. Ich würde schnell laden nehmen. So. Jetzt nochmal nachgucken. Vollständig modifiziert. Wenn du 2 Mods für eine Waffe hast, kannst du mit R zwischen ihnen wechseln. Okay. Das ist also eine der nächsten Waffen, weil die habe ich noch nicht. Gut. Dann müssen wir mal zu ihm hin. Der steht doch bestimmt gleich auf. Sache. Hey,
das war so klar. Da habe ich mich schon nicht mehr erschrocken. Das war so klar. Maintenance only. Mann, wollte ich die mal ausprobieren? War mir ein bisschen zu viel. Das hat sich ja gerade eklig angehört. So. Schwupps. Ach ja, wir haben jetzt die gelbe Karte. Zugang gestattet. Wer ist Ellen jetzt schon wieder? Ach, und er geht jetzt hier durch. Ja, super. Watch your step. Ja, hat er gemacht. Da komme ich aber nicht durch. Was? Das sieht aus wie bei Donkey Kong. So. Oh. Ach, ich dachte gerade, da kommt einer. Nein, das ist nur so ein bisschen kaputt. Hatten wir nicht noch irgendwo was? Was die gelbe... Das da hinten, das will ich haben. Wie komme ich da hin? Loading Zone. Wenn wir durch diese Dinger hier durchgehen, zerschnetzelt es uns doch bestimmt. Sind die Dinger offen? An einer Seite kann man da rein und mitfahren? Das sieht aus wie eine Ladezone da drin. Was? Ich wollte noch wieder hoch. Scheiße. Das tut mir leid. Ich wollte es doch nur probieren. Ah! Ja. Also M. Also das hat keine Öffnung. Oh. Oh, das zieht aber auch ganz schön Muni, ey. Das ist schon hart. Nehmen lieber wieder die andere. So, das war das. Das ist noch nicht freigeschaltet. Noch habe ich die gelbe Karte. Zugang gestartet. Ach, das ist eine Echo-Wiedergabe. Das ist gar nicht durch die gelbe Karte. Jetzt, das war so eine... Ach so, und hier komme ich nicht rein. Sicherheitsstation Aktivierung erforderlich, okay. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Offline, da steht gar nichts. Mhm. Das ist also kaputt. Also, wir haben die ja vorhin gesehen. Die gingen ja dann so durch und die gehen da lang und dann kommen die, glaube ich, da wieder runter irgendwo. Dann hier wieder rüber. Das hier sieht aber aus wie so ein Tor. Und wie kommt man da ran? Da rein? Da rum? Das hier sieht auch aus wie sowas Betreibbares. Kann man das hier bedienen? Schreck mich doch nicht so. Wir von der USC sind stets um eine wachsende Belegschaft bemüht. Jedes Jahr ziehen wir nur die Besten heran. Wollen Sie weiter nach oben? Neue Herausforderungen? Mehr werden, als Sie sich je erträumt haben? Fragen Sie Ihren Vorgesetzten, ob Sie für die diesjährige Seelenernte in Frage kommen. Nö, lass mal. Hier so ein Bohrer wäre doch auch was. Drin ist auch so ein Elite-Ding. Wie komme ich denn da rein? Da oben, grün, vielleicht da drüber? USC. Halt die Klappe. Die Welt zählt auf uns. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen. Ich möchte das jetzt machen. Warte mal. Komm mal da hin. Mal gucken, der kommt jetzt. Warten. Durchgehen.
Da geht's nicht hoch. So. Der fährt wieder runter. Dann fahren wir mal hier rein. Dann wieder hoch. Da durch. Da kann ich auch noch ein bisschen Muni mitnehmen. Das ist gut. Da geht's nicht lang. Da ducken. Da geht's auch nicht lang. Dann kommen wir hier raus. Hier kann ich nichts öffnen. Hier waren wir ja auch schon überall. Da unten waren wir auch schon. Da komme ich nicht lang, aber wenn ich hier lang laufe, kann ich auch nichts machen. Hier ist alles geschlossen. Warum komme ich da lang? Da ist auch nichts. Irgendein Rätsel oder sowas? Muss man hier irgendwas machen? Ich sehe schon den nächsten kommen. Ich gehe mal lieber beiseite. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich da durchgehe, dann schnetzelt es mich. Da bin ich mir so sicher, das ist schon fast nicht mehr möglich. Und der geht dann da lang. Aber wie komme ich da hin? Irgendwas muss ich doch hier machen können. Da leuchtet noch was blau. Haben wir das schon gemacht? Zugang gestartet. Ah, nein, hier kam mir vorher nicht rein. Ach, warte mal. Ja, super, stimmt. System offline, okay. Okay, okay, okay. Da ist der berühmt-berüchtigte. Kernhitze an Obergrenze. Sicherheitsstufe. Sicherheitsdaten akzeptiert. Bereichsabriegelung überbrückt. Bereichsabriegelung beendet. Bericht an Sicherheitsleitung übermittelt und TPS-Formulare in dreifacher Ausführung einreichen. Okay. Ja, mach ich dann später. Ne? Okay. Kann ich da jetzt durch? Nein. Wieso kann ich da jetzt immer noch nicht durch? Warte mal, aber der Typ, der ist hier reingegangen. So, das haben wir jetzt betätigt hier drin, richtig? Res Op Security, ja genau. Das haben wir alles betätigt. Ist das hier? Keine Ahnung, ich kann es nicht aufheben, aber es ist da. Wo kommen wir denn hin, wenn wir... Ach, hier ist noch was. Warte mal, drücke E. Geheimnis gefunden. Ja, man merkt, die auf die Entfernung ist die echt scheiße. Also da bräuchte ich relativ bald mal eine Waffe, die auf Entfernung gehen könnte. Bevor wir den nehmen, hüpfen wir noch ein bisschen drauf rum. Und gucken mal, was es hier noch so alles gibt. Nicht ganz so viel, aber... Ja, gib mal her, Kollege.